Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Jetzt und heute ist es mal eine etwas besondere Ausgabe. Hier sitzen nämlich drei BVB-Fans, die alle ein bisschen niedergeschlagen sind. Und ja, dieses Spiel in München sitzt uns noch in den Knochen. Aber wir wollen nicht darüber reden, noch nicht. Wir sprechen nämlich über die Karriere von einem von uns dreien. Wir haben einen netten Gast, und zwar Marc-André Kruska. Hallo Marc. Schönen guten Abend, hallo. Ah, und mit dabei natürlich auch wie immer Fanny. Hallo Fanny. Hallo, und wenn die Leute das hören, werden wir natürlich nicht mehr Bayern im Kopf haben, sondern uns schon freuen, dass wir schon wieder Tabellenführer sind und an den Bayern vorbei. Das ist jetzt auch böse, ne? Naja, ja, ja. Ich hoffe, das wird jetzt einfach so ausgehen. Ja, Marc, dann reden wir doch einfach über dich. Du bist Ende Juni in 1987 in Castrop-Rauxel geboren, also ein Sohn des Ruhrgebiets, wirklich, und dann mit 12 schon zum BVB gekommen. Wie hat sich das ergeben damals? Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall ein Kind des Ruhrgebiets, das kann man so sagen. Also Castrop ist, glaube ich, mittendrin. Dass ich zum BVB gewechselt bin, hat sich so ergeben, dass ich halt, das war in der Kreisauswahl, hatten wir, damals hieß es noch Kreisauswahl, heutzutage heißt es ja Stützpunkt, hatten wir mit Herne gegen Dortmund gespielt, haben leider 5-0 oder sogar 6-0 verloren. Aber ich bin da wohl doch dann sehr positiv aufgefallen und ja, habe dann das sozusagen Angebot vom BVB bekommen und bin dann ja in der C-Jugend zum BVB gewechselt. Ich nehme jetzt mal an, du hast damals noch zu Hause gelebt. Wie läuft es dann mit dem Training in dem Alter? Also du fährst ja wahrscheinlich nicht selber. Ja, das war so, also wir hatten, glaube ich, schon viermal die Woche Training. Ich muss sagen, meine Eltern waren immer sehr, sehr Fußball begeistert und standen da auch immer hinter mir und die haben mich dann immer zum Training halt gefahren, viermal die Woche, Wochenende waren oft manchmal auch zwei Spiele, also samstags und sonntags, ja, also es war schon, hat sehr viel von Aufwand geprägt, aber ja, im Endeffekt hat es sich dann auf jeden Fall gelohnt. Das ist der BVB ja mittlerweile, hat sich einiges in der Jugendarbeit nicht nur beim BVB, sondern ja auch insgesamt getan. Trotzdem war es ja sicherlich eine Umstellung von einem kleineren Verein, dann trotzdem auf einmal zum BVB zu kommen. Weißt du noch, wie sich das dann für dich damals als C-Jugendlicher angefühlt hat, als du dann auf einmal beim BVB warst und alles ein bisschen größer war? Ja, es war halt einfach was Besonderes, dieses Trikot halt anziehen zu dürfen. Weil ich war immer schon BVB-Fan gewesen, damals auch als kleiner Junge. Mein Onkel hat mich mit ins Stadion genommen. Und ja, so war ich schon von klein auf quasi schwarz-gelb. Und ja, das durfte der andere Verein in unserem Ruhrgebiet auch kennenlernen, weil ich denen dann zwei Absagen erteilt hatte. Und ja, aber wie war es? Es war halt, damals haben wir noch auf dem Borsigplatz trainiert, ne? Also Mendeplatz. Und auf dem Mendeplatz war das damals, ja genau, am Borsigplatz. Und ja, da haben wir noch auf Asch trainiert, ne? Also es war so. Vom Gefühl her, damals, mein alter Verein hat Rasen, da bin ich zum BVB gewechselt und habe halt auf Asche trainieren müssen. Ja, also kann man sich heute auch echt nicht mehr vorstellen, ne? Das ist das der Unterschied, ne? Wenn du heute einem Kind erzählst, ja, du wechselst nach Dortmund, aber du trainierst auf Asche, dann gucken die dich an und sagen, was ist denn überhaupt Aschenplatz? Ja, also die kennen das halt nicht mehr heutzutage, die Jungs. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung halt, ne? Ja, die ist halt mittlerweile, ja, es ist ja schön für die anderen, für die Kinder auch, aber ja, auch ein bisschen, manchmal ist es auch hilfreich, auf dem Boden immer zu bleiben, ne, und ja, solche Sachen auch mal miterlebt zu haben. Auf dem Boden geblieben bist du dann ja sogar tatsächlich, weil du noch nebenbei noch, neben dem Fußball noch eine Ausbildung gemacht hast, in einem Autohaus. War das besonders schwierig, das unter einen Hut zu bringen, oder war dir das auch einfach, weil du sagtest, du warst ja dann auch bodenständig, war es dir besonders wichtig, das dann unter einen Hut zu bringen? Ja, es war schon wichtig, also ich wollte immer, also Schule abschließen und dann auch eine Ausbildung machen, das war mir immer wichtig, auch meine Eltern, die haben immer gesagt, der Junge macht das und so, du weißt nie, vielleicht verletzt du dich, vielleicht klappt das nicht, Fußballprofi zu werden. Und das war mir auch wichtig. Ich muss sagen, am Ende der Ausbildung war es schon schwierig, ne? Dadurch, dass ich dann
relativ früh auch zu den Profis hochgekommen bin und dann auch morgens Training war, konnte ich natürlich nicht mehr auf der Arbeit sein. Ich habe das dann mit dem Arbeitgeber so abgesprochen, dass wenn Zeit ist, dass ich zur Arbeit komme, zwar die Schule wahrnehme, weil da hat man am meisten auch für die Prüfung gelernt. So war dann das letzte Jahr quasi der Ausbildung, aber es war mir schon wichtig, dass ich das auch abschließe, ja, und habe es zum Glück auch geschafft, und so für später weiß man nie, was man dann noch, eventuell kann man es nochmal gebrauchen, ich hoffe natürlich, dass ich im Fußball bleibe, so, aber ja, man weiß nie, für was es auch gut ist. Zweitplan wäre dann noch ein eigenes Autohaus aufzumachen dann, wenn es mit dem Fußball nicht klappen sollte. Ja, nee, das ist, glaube ich, zu viel Stress. Also ein eigenes Auto ist, glaube ich, zu viel Stress. Du bist ja dann wirklich schon mit 17 damals zu deinem ersten Bundesliga-Einsatz gekommen. Wie kam es dazu? Also Bert van Marwijk war, glaube ich, Anfang der Saison neu als Trainer, und ihr wart ja generell auch eine recht junge Mannschaft. Genau, wir waren sehr, sehr jung, das muss man sagen. Es war auch zu dem Zeitpunkt, war es halt eine sehr schwierige Situation, auch im Verein allgemein, finanzielle Situation, und es ging halt so ein bisschen drunter und drüber. Ne? Es waren viele Verletzte dann auch. Und ja, dann war es, ich weiß gar nicht, er hatte mich, glaube ich, gesehen im Derby in der Roten Erde gegen Schalke. Hatte er mich mal gesehen und hat gesagt, oh, wer ist denn der? Der ist ja doch nicht so schlecht. Und dann war das eine Woche vor dem Spiel gegen Lautern, nach dem Berlin-Spiel, habe ich dann einen Anruf bekommen und gesagt, ja, du bist morgen bei den Profis beim Training. Da habe ich erstmal gedacht, okay, voll nervös gewesen, halt, wirklich, wirklich. Ne? Ja, und dann ging es halt relativ schnell, muss ich sagen. Die Woche ging schnell rum, dann auf einmal wurde mir gesagt, ja, du musst schnell zu einer ärztlichen Untersuchung, da einen Test machen, da einen Test. Und jetzt fährst du mit nach Lautern. Ne? Und dann, okay, fährst du mal mit den ganzen Profis, die du halt nur aus dem Fernsehen kennst, sozusagen. Ne? Und ja, es ging alles wirklich relativ schnell. Ne? Da hat sich sogar noch der Patrick Kohlmann damals leider verletzt in Lautern. Ja, dann ist Dede, der hat dann im Mittelfeld gespielt, der ist dann links hinten auf seine angestammte Position, und ich wurde dann eingewechselt. Ja, und das so war der Start quasi, ne? Also wirklich ins kalte Wasser geworfen und von Null auf gefühlt 500 direkt, ne? Ja. Tatsächlich hast du dann ja sogar noch mit Leuten, ich habe jetzt gerade mal die Aufstellung von dem Spiel mir rausgesucht, Rosicki steht da noch im Team, ja. DD hast du gerade schon selber angesprochen, Kehl, David Odonkor, Lars Ricken, Ebi Smolarek vorne drin, der dann auch die Tore beigesteuert hat für das Spiel. Mhm. Wie geht man da rein, wenn man als Jugendspieler in so ein Team kommt, und du hast es ja gerade gesagt, das sind die Leute, die ich sonst so dann im Fernsehen schon gesehen habe oder dann mal bei den Profis vielleicht mal irgendwie dann, wenn ich mal so über den Zaun geguckt habe, mal was mitgekriegt habe. Wie geht man dann um, wenn man so neu in so eine Mannschaft reinkommt? Also ich habe mir wirklich versucht, keine Gedanken zu machen, einfach drauf losspielen. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, was der Trainer zu mir gesagt hat. Der hat mich immer Marek genannt, geh einfach drauf, und dann bin ich einfach rein. Und dann kam Rosicki zu mir und hat nur gesagt, gib mir jeden Ball quasi so. Ne? Also er hat gesagt, immer Ball zu mir. Ich sag, ja, okay. Ne? Dann, ja, es ist halt so, ja, so Sachen, so, wenn du dann neben Sebastian Kehl spielst, das ist einfach, der war so eine Führungspersönlichkeit damals, in unserer Mannschaft, das ist einfach was, ja, wo man sich einfach dann hochziehen konnte. Ne? Und es war ja wirklich so, wenn man irgendwie in Bedrängnis war, dann konnte man immer einen anspielen, und die haben wirklich was mit dem Ball gemacht. Ne? Also sei es Dede, sei es Thomas Rosicki, ne? Und sei es Sebastian Kehl. Also die haben dir da schon brutal geholfen, einfach auch. Und es war wirklich für mich war es ein einfacher Start, so, weil die Jungs es mir einfach leicht gemacht haben. Ne? Und obwohl es halt eine brutal schwierige Situation war. Ne? Wir waren nach dem Spiel, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz. Und oder ja, auf jeden Fall 14. 15. oder so. Also es war echt heikel gerade im Verein. Ne? Und dann als junger Spieler da reinzukommen, das war schon sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Du hast ja eben selber schon angesprochen, dass der BVB zu dem Zeitpunkt eine sportliche und vor allem auch finanzielle Krise erlebt hat. Wie habt ihr das damals wahrgenommen oder wie hast du das wahrgenommen? Also ich muss sagen, klar hat man so ein bisschen Sorge auch gehabt, dass es den Verein vielleicht gar nicht mehr gibt. Ne? Man hat immer gedacht, ah, das ist so ein Riesenverein, was alles drumherum ist, ne? Die Fans, das Stadion, das kann doch nicht sein, dass der Verein eventuell mal insolvent gehen kann. Ne? Und zum Glück ist es ja nie geschehen, ne? Und weil
Das hätte man sich ja gar nicht vorstellen können. Ne? Das ist einfach ja, unvorstellbar einfach. Und ja, so als Spieler hat man das so ein bisschen versucht, auf jeden Fall zur Seite zu schieben, weil man muss sich auch auf, so, auf Sportliche konzentrieren und da lief es ja auch gar nicht gut. Also in der Situation, wo ich gerade reinkomme. Und dann haben wir ja zum Glück diese überragende Rückrunde gespielt, wo wir, glaube ich, vom Tabellenplatz 15 auf Tabellenplatz 7, also wir haben dann, glaube ich, damals hieß es noch der UEFA Cup, haben sogar für den UEFA Cup dann noch qualifiziert. Ne, und das war halt schon mit der jungen Generation. Ne? Markus Brenzka hat da gespielt, Nuri Sahin, ne, und ja, Odonkor, Gambino, die ganzen. Ne? Also wir waren ja wirklich dann eingewechselt, die dann da ihren Mann stehen mussten. Oder durften. Also durften, klar, eigentlich durften, weil es ist was Besonderes, ne? Aber trotzdem in der Situation schenkt man ja normalerweise nicht so den Jungen das Vertrauen, aber es war halt auch keine Situation da, um vielleicht noch neue Spieler zu holen, ne? Weil es ist ja oft so, wenn man dann irgendwie im Abschiedskampf geht, sagt man, ja, wir brauchen Erfahrung, ne? Aber damals ging das ja nicht, da musste man eine gute Mischung finden, ne? Wie sehr hat Bert van Marwijk dich damals geprägt oder beeinflusst? Er war ja jetzt dann auch dein erster Profitrainer. Ja, sehr natürlich. Ne? Also dadurch, dass er mich hochgezogen hat, ne, mir das Vertrauen geschenkt hat. Also ich glaube, ich habe unter ihm auch gefühlt jedes Spiel gemacht einfach. Ne, das, er hat zwar nicht viel mit einem geredet, das brauchte er einfach auch nicht, aber man, also ich wusste zum Beispiel immer, wo ich bei ihm stand. So, ne? Und ich hatte halt dieses Riesenvertrauen, ne, von ihm, was ich dann auch zurückgeben konnte. Und das war echt eine super Zeit für mich und er hat mich da sehr, sehr geprägt auf jeden Fall. Haben es jetzt schon angesprochen, mit 17 Jahren bist du debütiert. Das machen heute ja immer noch Spieler, vielleicht sogar häufiger, als es in der damaligen Zeit so üblich war, würde ich fast vermuten. Wenn man sich anguckt, dass ein Jadon Sancho ja jetzt mit seinen paar Lenzen mittlerweile auch schon ein etablierter Bundesligaspieler oder sowas ähnliches ist. Bringt das auch einen gewissen Druck mit sich? Hast du damals dann, als du als Jugendspieler dann auf einmal in die Bundesliga reingeworfen wurdest, einen Druck gespürt, dadurch, dass eben ein Trainer herkommt und dir schon so früh das Vertrauen ausspricht? Ich glaube, da hat man nicht so viel Druck. Also als junger Spieler, man spielt wirklich einfach, man macht sich gar keine Gedanken, was passiert, wenn wir das Spiel zum Beispiel verlieren, was passiert dann? Ne? Man spielt wirklich einfach so, man macht sich erst so im Laufe dann ja, der Jahre so ein bisschen nicht Druck, aber dann passieren Situationen, zum Beispiel dann habe ich nicht mehr so viel gespielt beim BVB. Ich wäre am liebsten mein ganzes Leben da geblieben, aber es sind dann Situationen, wo man vielleicht auch mal wechselt und wechseln muss. Ja, dann sind es halt vielleicht Situationen manchmal, ne, wo ich dann entscheiden musste, oh, was mache ich jetzt? Bleibe ich und spiele vielleicht nicht mehr, gehe woanders hin, um dort mal nochmal eine andere Erfahrung auch fürs Leben und so mitzunehmen. So, das sind dann so Situationen, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen Druck gibt. Ne? Wenn dann ein Vertrag ausläuft, der wird dann nicht verlängert oder einer will dich nicht mehr, ne? Wenn es dann nicht so gut läuft, wenn du mal verletzt warst. Das sind so Sachen, wo man sich Druck macht. Aber ich glaube, so als junger Spieler, wenn man erstmal reingeworfen wird, dann spielt man wirklich einfach ohne Stress. Inwiefern hat dein Umfeld dann noch eine Rolle gespielt? War das dann, also du hast schon gesagt, die Eltern haben dich immer unterstützt und haben das Beste getan. Wie war das so mit Freunden und sowas? Haben die dir dann auch geholfen, auf dem Boden zu bleiben oder sich zu fokussieren besonders? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte immer auch ein paar Freunde auch im Kreis, also bei mir im Umfeld sozusagen, die auch so ein bisschen in der Fanszene drin waren damals bei Schwarz-Gelb und da ist man einfach auch so dabei, ne? Und man weiß dann so, okay, man weiß, was die wollen halt, ne? Und da ist man sowieso dann ein bisschen bodenständiger, ne? Und ich hatte immer, also gefühlt hatte ich nie richtig viele Freunde, sondern immer nur zwei, drei richtig enge. Und da weiß man halt, wenn man nach Hause kommt, dann ist man einfach der ganz normale Kumpel von damals auch, ne? Also nichts Besonderes so. Und das war halt immer wichtig und immer gut auch, dass ich die Leute da an meiner Seite hatte und die auch jetzt noch an meiner Seite habe. Ne? Da sieht man einfach, ja, dass egal wo man dann halt ist oder so, wo ich jetzt auch spiele, die Jungs bleiben dann immer an deiner Seite und kommen und gehen nicht so, wie man es oftmals auch hört, ne? Bei größeren Stars so ein bisschen. Ne? Ja.
Jetzt war die Saison, in der du angefangen hast, eine, die ein bisschen schwierig war. Es wurde dann für den BVB aber nochmal ein bisschen gefährlicher, was den Abstiegskampf zumindest angeht. 2006, 2007 sah es ja schon einmal sehr düster aus und dann gab es dann auch dieses Spiel in Bielefeld, das mir zum Beispiel als Fan sehr, sehr hängen geblieben ist, weil ich da irgendwie freitagsabends hingefahren bin und dann haben wir da verloren und waren dann 17. plötzlich. Erinnerst du dich auch noch an solche Spiele und wie erinnerst du dich daran? Also an das Spiel erinnere ich mich nicht mehr genau, ich erinnere mich noch an das Spiel in Bochum, da hatten wir auch verloren. Und waren auch auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, das war sogar auch in der Saison. Ja, es müsste in der Saison gewesen sein. Und da war halt so eine Sitzblockade vor der Ausfahrt des Busses und so. Und ja, das sind schon so Momente, ne, die man natürlich nicht gerne erlebt. Ne? Aber ich sag mal so, wenn man solche Situationen auch miterlebt, dann prägt einen das auch ein bisschen, weil man einfach sieht, mit welchem Herz die Leute da mitfiebern einfach, ne, was da für so Aggressionen rauskommen in einem, halt um was es geht, dann halt, das ist halt so, ja, das kann man sich einfach nicht vorstellen, ne, weil im Endeffekt man spielt, man denkt sich ja, okay, die Leute feuern dann an, alles schön und gut, ne, aber was dahinter steckt, ne, wie viel Geld die Zuschauer, die Fans dafür investieren auch, ne, da ihrem Verein immer zu unterstützen, das erlebt man dann in solchen Situationen halt auch, ne. Warst du dann auch, weil du sagtest, du hattest selber so ein paar Freunde, die in der Fanszene dann auch wirklich waren und hattest so ein bisschen Kontakte, die hat ja jetzt nun mal nicht jeder Spieler, der in der Mannschaft steht, warst du dann auch so ein bisschen, ja, nicht direkt Vermittler, ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber so einer, der dann auch mal dann ein bisschen dafür gesorgt hat, den anderen auch vielleicht ein bisschen so zu erklären, was da gerade so diskutiert wird oder wie die Fans so gerade so drauf sind? Ja, das ist natürlich schwer, ne? Wenn man da als junger Spieler da so ist und dann, keine Ahnung, ein Rosicki so sagen will, ja, guck mal, das ist so und so, ne? Dann ist natürlich nicht so einfach, ne? Dann denkt er auch, was will der denn jetzt von mir, ne? Aber ja, so, also ich konnte halt dann wirklich die Situation der Leute halt so ein bisschen anders auch sehen, ne? Und habe das auch anders gesehen einfach, ne? Und dann, ja, sagt man halt so, ne, Jungs, ja, guck mal, was die alles dafür investieren, die geben ihr ganzes Geld für eine Dauerkarte aus, ne, und wir spielen so eine Scheiße dann, ne, ja, und solche Sachen halt, ne, aber ja, das nimmt ja auch jeder Spieler dann anders einfach wahr und anders auf, ne, das muss man ja auch so sagen, ne, manche interessiert das nicht, die spielen aber trotzdem richtig gut, ne, manche beschäftigen sich vielleicht damit und das beeinflusst die auch negativ, also ich glaube, jeder muss da so ein bisschen seinen Weg finden, ja, was da für einen dann am besten ist, ne. Ich muss sagen, in der Stadt hat mich, glaube ich, nie einer erkannt. Das war immer ein Vorteil. Also irgendwie war das wirklich so, dass mich in der Stadt keiner erkannt hat. Ne? Aber wenn dann mal so, ja, so vor dem Stadion oder nach dem Spiel, ne, dann haben die einen schon, ja, so ein bisschen angemeckert quasi. Ne? Aber also am schlimmsten war es für mich damals einmal in Cottbus so. Ne? Das war halt vielleicht eine Handvoll oder so, ne? Aber dann so persönliche Beleidigungen und so, dass das finde ich ist dann ein bisschen übertrieben, ne? Weil ich glaube, keiner macht das extra, irgendwie ein Spiel zu verlieren. Von daher finde ich das immer so, es darf nie unter die Gürtellinie gehen. Ne? Also man darf sich aufregen, man darf sich auch manchmal anmeckern, so, das macht man auch im Fußballfeld auch, ne? Auch die Spieler, aber es darf nie unter die Gürtellinie gehen, so, wenn es halt zu persönlich ist, ne? Das geht halt nicht. Ne? Wie geht man damit dann um? Schiebt man das dann weg, weil man sich sagt, ja, das Persönliche soll es dann auch einfach nicht sein, die sind halt jetzt sauer auf eine Leistung, oder nimmt man sich dann das dann doch persönlicher und mehr zu Herzen? Ja, man nimmt es ja schon zu Herzen, aber man muss das trotzdem zur Seite schieben, ne? Weil sonst kann man seine Leistung auch dann am Wochenende nie bringen. Ne? Also man muss da schon ein bisschen frei sein. Ne? Und ja, das bekommt man schon hin, ne? Weil im Endeffekt dann auf dem Platz vergisst man eh so ein bisschen, was drumherum passiert und will seine Leistung bringen. Ja, und ja, schiebt das so ein bisschen zur Seite dann, na klar. Also im Spiel auf jeden Fall.
Ja, wir haben über den Abstiegskampf schon geredet oder über so Spiele wie in Bielefeld und in Bochum in der Saison 2006, 2007. Jetzt habt ihr da aber auch eben ein Spiel gespielt, woran sich Fans vielleicht noch ein bisschen mehr dran erinnern, nämlich an das Derby im Jahr 2007 und was immer noch für viele Fans immer noch so ein heiliges Spiel ist und die Mutter aller Derbys, da gibt's ganz viele tolle Begriffe zu. Ich werde das auch nie vergessen und werde da meinen Enkeln von erzählen, neben anderen Spielen, die es so gab. Du warst in dem Spiel selber 90 Minuten auf dem Platz und hast also auch einen Anteil daran, dass die Blauen da nicht Meister geworden sind und schon gar nicht bei uns im Stadion, sondern dass man denen in die Suppe spucken konnte. Wart ihr euch damals bewusst, was das für ein Spiel war? Weil das ja wirklich, ja, das ist schwer in Worte zu fassen, auch 12 Jahre später noch für mich gerade. Ja, doch, das war jedem bewusst. Also die Situation, das war einfach alleine unser Freund aus Gelsenkirchen da, was der in der Zeitung vorher geschrieben hat, ne, wir lesen ja auch manchmal die Zeitung, das hat einen schon alleine so viel Motivation gegeben, dass die da nicht gewinnen bei uns. Ne? Das war das war so geil, das Spiel einfach von vornherein, vom Aufwärmen, wir waren so heiß gewesen. Also ja, da, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke, so, ne? Weil das war einfach, das war so eine Motivation, ne? Und es war echt geil, also hat richtig Bock gemacht. Und ja, ich zum Beispiel, der Levan Kenia, der war, glaube ich, zu der Zeit dort im Kader. Der spielt jetzt hier mit mir in Dudelang, also Dudeling auf Deutsch gesagt. Ja. Und der hat letztens gefragt, hat zu mir gesagt, ey, weißt du noch das Derby? Ich sage, Junge, das werde ich nie mein Leben vergessen. Was ist mit dir los? Ja, selbst die könnte sich noch daran erinnern, ne? Das ist ja schön. Ja. Ja, für mich war es wirklich was Besonderes und ja, so ein Spiel wird man einfach nie vergessen. Und ich habe letztens im Interview bei Schwarz-Gelb, ist jetzt schon ein bisschen her, da haben wir auch darüber gesprochen. Und da hat jemand danach einen Bericht bei Schwarz-Gelb über mich geschrieben. Schattenmann war die Überschrift. Ja, den lese ich ab und zu mal. Wenn es mir nicht so gut geht, dann lese ich den und dann geht es mir wieder gut. Ach, das ist schön. Ja, wie sind denn so generell deine Erinnerungen, wenn du jetzt mal die fast 10 Jahre in deinem Fall ja sogar, 9,5, wenn ich mich nicht irre, BVB zusammenfasst als Spieler? Was sind so die Gedanken, die dir kommen, außer dieses großartige Derby? Boah, also es gibt viele Gedanken. Es fing halt in der Jugend an, wie vorhin gesagt. Ne? Also ich war so stolz, einfach das schwarz-gelbe Trikot tragen zu dürfen. Und es ging dann weiter. Es waren so viele schöne Zeiten in der Jugend auch, ne? Wo man dann leider nie deutscher Meister geworden ist, aber so viele Sachen erlebt hat, auch mit den Jungs zusammen. Dann ging es halt weiter im Profibereich. Man durfte so viel erleben, den Übergang von Strobelallee, Trainingsgelände Richtung Brakel, so, ne, das einfach diese Weiterentwicklung auch im Verein und dann auch für die Jugend, was die Jugend da mittlerweile erlebt, ist einfach, sind so viele Gedanken oder viele Erlebnisse, die man hatte, die man gar nicht alle zusammenfassen kann und gar nicht so alle zusammenkriegt, weil es waren viele schöne, ne? Es war ja wirklich eine schwierige Zeit damals, ne? Und wir waren dabei. So. Ich hätte lieben gern auch die Zeit danach noch miterlebt, ne, mit den ganzen Titeln und Erfolgen. Aber ist schade, aber ja, so eine Zeit miterlebt zu haben, ist auch was Besonderes. Ne? Und das sind so, aber so spezielle Momente, es sind so viele, die kann man gar nicht zusammenfassen alle. Ne? Ja. Wer war der beste Mitspieler, den du hattest beim BVB? War eine Frage von Benz1909, hat uns die gestellt. Also der beste fußballerisch war einfach Thomas Rosicki, das muss man einfach sagen. Also der hatte halt eine Qualität, die haben halt nicht viele Spieler auf der ganzen Welt sozusagen. Also Zehner, damals gab es ja noch die typischen Zehner, die hinter den beiden Spitzen gespielt haben oder hinter der Spitze, das war echt wirklich einer der besten Spieler, mit denen ich zusammenspielen durfte. Also vom Fußballerischen her. Und gibt's auf der anderen Seite auch noch spielen? Genau. Entschuldigung. Nee, ist genau die Frage. Wie war die Frage jetzt? Gibt es noch andere oder gibt es fußballerisch Unbegabte? Das kann ich natürlich auch gesagt. Gerne empfehlen. Ich wollte eher wissen, weil du ja jetzt bei Rosicki so hervorgehoben hast, der war fußballerisch der Beste. Das klingt so, als gäbe es andere Spieler, die auf andere Arten eindrucksvoll gewesen sind.
Ja, genau, also man hat halt von einigen Spielern einfach so viel mitgenommen. Wenn ich habe vorhin Sebastian Kehl erwähnt, einfach was er für eine Persönlichkeit hatte auf dem Platz. Er konnte eigentlich die ganze Mannschaft nochmal um 5 bis 10% einfach nach vorne bringen, weil er einfach diese Mentalität hatte, immer alles geben zu wollen, immer alles zu geben. Und egal in welcher Situation, konnte er einen immer nach vorne pushen. Ne? Dann hat man halt von Dede so ein bisschen die lockere Art miterlebt, ne? Der halt immer professionell Gas gegeben hat, aber der auch so eine lockere Art an sich hatte. Ne? Und dann ja, gibt es halt Spieler, wie die halt damals zu meiner Zeit halt da waren, so Christian Wörns, Christoph Metzelder, die auch eine Persönlichkeit in sich hatten, ne? Von dem man was lernt. Und dann kam halt Robert Kovac dazu, Mladen Petric. Und das sind halt so Charaktere einfach, die so unterschiedlich sind, wo man dann Sachen erlebt. Ich weiß noch damals, ich war ja immer so defensiver Mittelfeldspieler und musste immer die Zehner denken. Dann habe ich halt immer hinten reingetreten und habe dadurch auch oft so unnötige gelbe Karten bekommen. Ne? Und irgendwann kam dann Petric an zu mir und sagt so, du bist fußballerisch auch gut und so, wenn du noch einmal von hinten einen umtrittst und eine gelbe Karte deswegen bekommst, dann kriegst du Ärger von mir und so, ne? Ja, und seitdem ist man dann auch ein bisschen, denkt man dann auch drüber nach, ja, hat der eigentlich recht, ne? Wenn ich nicht immer so doofe Fouls machen würde, die unnötig sind, dann kriegst du vielleicht noch nicht so viele gelbe Karten. Ne? So, das sind halt so Sachen, die man dann von allen so ein bisschen mitnimmt, ne? Ja, fußballerisch nicht unbegabt, stimmt. Du hast ein wunderschönes Tor geschossen. Ja, das war echt schön. Ich schieße zwar weniger, aber wenn, dann sind es immer schöne. Also das, ich habe ja, in Dortmund habe ich ja nur zwei. Ein Elfmeter mit 18 damals, das ist ja auch eine herausragende Situation, oder? Ja, genau, also das war in Bremen, das kann ich mich doch, also ich habe ja nur zwei geschossen, deshalb kann ich mich auch noch gut dran erinnern. ja, das war in Bremen halt, also normalerweise war, glaube ich, Alex Frey der Schütze, aber der war schon ausgewechselt und dann stand es 2-1. Da habe ich so gedacht, ja, schießt du den, nimmst den Elfmeter und haust den mal rein. Und ja. So war das halt, zum Glück ist er reingegangen. Ja. Komisch, dass ich danach keinen mehr hatte, aber damals war Alex wahrscheinlich wieder da. Dann hat der wieder geschossen. Als dann Jürgen Klopp kam, hast du in der Vorsaison noch 23 Spiele gemacht für den BVB und unter Jürgen Klopp dann noch 2 Ligaspiele und dann folgte dann auch relativ schnell der Wechsel nach Brügge, wo du dann ein halbes Jahr gespielt hast. War dir relativ schnell klar, dass es unter Jürgen Klopp jetzt weniger einsetzt? Oder gab es ja offensichtlich, aber dass es auch keine große Perspektive mehr für dich gab? Ja, genau, ich habe das halt so ein bisschen miterlebt, die Anfangszeit noch, und dachte mir dann so, ja, okay, das ist halt ein Fußball, der kommt mir jetzt nicht so gelegen. Ne? Also ich bin da auch ehrlich und war nie der schnellste Spieler und nie so der diese Dynamik hatte. Ne? Ich konnte zwar immer doch viel laufen dann, damals noch, heutzutage ist es ein bisschen was anderes, ne? Aber ich war wirklich nie der Schnellste und das war halt die Zeit damals, wo Kloppo halt den Fußball eher nur Powerfußball und ja, hatte halt andere Spieler da auf der Position und deshalb war es für mich schnell klar, so, du musst nochmal was anderes machen, ne, als jetzt die ganze Zeit hier auf der Bank zu sitzen. Das wollte ich auch nicht, dadurch, dass ich auch schon diese fast 100 Spiele gemacht hatte, dachte ich mir so, okay, komm, mach nochmal was anderes, um was zu erleben. Ja, und dann bin ich halt nach Belgien gegangen, das war nach Brügge, das war jetzt kein Fehler, würde ich sagen, aber es war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich hatte mich dann auch leider verletzt, direkt in der ersten Saison am Ende. Und ja, war dann froh, dass ich auch wieder nach Deutschland gekommen bin. Ne? Dabei hattest du ja eigentlich, als du die Entscheidung für Brügge getroffen hast, hattest du ja noch eine ganz andere Alternative, weil auch Real Madrid an dir Interesse hatte. Du hast dann im Interview mit Spox hast du erklärt, dass du nach Brügge gegangen bist, weil du bei Real erstmal in der zweiten Mannschaft gewesen wärst und dann ja auch nicht genau wusstest, wie es dann da so weitergeht. Genau. Wie schwer ist das für so einen jungen Spieler, warst ja damals jetzt immer noch nicht super alt und ja, mit Anfang 20, glaube ich, müsste es dann ja gewesen sein, sich gegen Real Madrid zu entscheiden und dann für den belgischen Verein? Ja, es war so, ich war schon dort, ich habe mir das alles angeschaut und habe zu meinem Papa, ich war mit meinem Papa und meinem Berater da und habe gesagt, ja komm, wo soll ich unterschreiben? Ja, also weil das halt zu erleben, was wie es da halt ist, dieses ganze Gelände oder sagen wir mal diese kleine Stadt, die da aufgebaut haben, das ist einfach Wahnsinn und da habe ich gesagt, okay komm, ich mach das, ne? Was kann schieflaufen? Ne? Also, die haben mir halt versprochen, du trainierst 2-3 Mal oben mit.
so bei den Profis. Und ansonsten spielst du halt in der zweiten Mannschaft. Die haben damals auch in der zweiten Liga, ist das, glaube ich, dürfen die spielen. Also in Spanien gespielt. Was kann falsch laufen? Ne? Und ja, dann meint mein Papa auch so und mein Bruder, ja, schlaf nochmal eine Nacht drüber und vielleicht kommt auch noch was. Wir haben ja da noch was mit Brügge halt. Ne? Ja, und die Situation war halt so, dass ich gesagt habe, komm, du kannst relativ früh schon jetzt nochmal international vielleicht Fuß fassen, weil mit Brügge bestand halt immer die Möglichkeit, auch Europa League oder damals hieß es, glaube ich, noch UEFA Cup zu spielen. Ja, es hat halt nicht so alles geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ja, also ich bereue da wirklich gar nichts. Ne? Also es ist halt so, es kommt, wie es kommt. Ne? Also ich bin da auch gar nicht traurig drüber und ja, manchmal ist es so im Fußball. Und dann war es nach Brügge, war es dann wirklich Deutschland, wo du dich wohler gefühlt hast, weil du hast ja eben gesagt, warst froh, wieder in Deutschland zu sein, dann bist du ja auch, bis du jetzt nach Luxemburg gegangen bist, ja auch wirklich in Deutschland geblieben. War dir das dann wichtig, dann noch zumindest in deinem Heimatland zu spielen oder was war da genau der Grund für? Ja, genau, also ich wollte wirklich wieder nach Deutschland, das war einfach so, wollte wieder zurück, weil die zweite deutsche Liga ist einfach auch sehr, sehr attraktiv, muss man sagen, ne? Also man hat halt immer die Möglichkeit, auch aufzusteigen oder was Besonderes da zu erreichen. Und dann kam Cottbus, ist in dem Jahr davor abgestiegen. Und dann war Pele Wollitz, war dort Trainer zu der Zeit. Und der Markus Brenzke hat schon dort gespielt. Ja, und so ist der Kontakt dann halt nach Cottbus entstanden. Und Pele hat dann wirklich sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, wollte mich unbedingt. Ja, und unser Ziel war halt, so schnell wie möglich wieder hochzukommen mit Energie Cottbus. Das hat leider nicht geklappt, weil es auch nicht so einfach ist in der zweiten Liga. Heutzutage die Mannschaften, die pushen halt nochmal mit dem Geld. Siehe jetzt wieder Köln und Hamburg, ne? Die versuchen dann noch über die Schiene halt. Ne? Und so steigen die meistens auf und hast dann noch einen Dritten, der eventuell aufsteigt. Ne? Aber ja, ich war dann echt froh, dort Fuß fassen zu können und ja, ich bin dann auch froh gewesen, also ist klar, hätte ich noch mal gerne in der ersten Liga gespielt, aber wie ich vorhin angesprochen habe, ne, ich war nie der schnellste Spieler, der Fußball hat sich dann auch immer weiterentwickelt und ja, ich habe dann glaube ich, ich weiß gar nicht, 220 oder so Zweitligaspiele gemacht, also ich glaube, das kann dann auch nicht jeder von sich behaupten, ne? die in der ersten Liga spielen, die Jungs, das ist ja wenn man überlegt, was das für eine Spitze ist oder was für ein Berg und unten sind so viele und in der Spitze oben sind es jetzt ja so wenig, die es dann auch schaffen, kann man trotzdem dann zufrieden sein, was man dann so erreicht hat. Ja. War das im ersten Moment dann komisch, also jetzt vielleicht auch in Brügge schon, dass du von so einem großen Verein wie dem BVB, wo du ja regelmäßig auch vor 80.000 Leuten gespielt hast, bei so einem kleinen Verein zu spielen? Also ich muss sagen, Brügge war wirklich auch also ein Riesenverein in Belgien, ne? Also mit den Fans, wir hatten gefühlt auch jedes Spiel ausverkauft, aber da war echt schon auch eine gute Stimmung, aber es war halt ungewohnt in manch anderen kleineren Stadien zu spielen, ich glaube das war mein zweites Spiel, ja, da haben wir in Sulte-Waregem gespielt und das war halt dann auf einmal ein Stadion mit so einer Tatanbahn, so einem kleinen Zaun da drumherum und gefühlt, keine Ahnung, 2000 Zuschauern, so, das war schon dann ungewohnt. Klar, muss man, wenn man halt sein ganzes, ganze Karriere sozusagen oder die viereinhalb Jahre, die es waren, immer in der ersten Liga in Deutschland gespielt, ist das schon was anderes. Ne? So, aber man gewöhnt sich sofort daran. Ne? Also jetzt gerade hier in Luxemburg, das ist ja komplett eine andere Welt. Ne? Also, das ist ja so, als ob man also wirklich dann in der Kreisliga spielt. Ne? Also wenn ich bei mir in Kastrop ein paar Derbys angucke, da sind mehr Zuschauer als bei unseren Spielen jetzt so. Ne? Also da muss man sich auch dran gewöhnen. Ne? Ist das manchmal dann auch irgendwie, ja in Anführungszeichen, besser, wenn man nicht, oder schöner, angenehmer, wenn man nicht mehr so sehr in dem öffentlichen Fokus dann auch steht und nicht mehr so unter diesem Leistungsdruck steht und so weiter? Oh, schöner würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist, es pusht einen natürlich auch, ne? dass man dann Leute drumherum hat, die auf einen gucken und so. Ne? Wenn man das dann so sein ganzes
Fußballerleben erlebt hat, dann ist das schon schwierig. Also ich bin ehrlich, das ist schon schwierig, dann hier zu spielen vor 300 Zuschauern oder 200 Zuschauern manchmal. Ne? Also ich kann mich an ein Spiel hier erinnern, das war in der Hinrunde. Da haben wir einfach so an der Mosel gespielt, die ist daneben gewesen. Dann da war noch nicht mal eine Tribüne, das war einfach so ein überdachter Platz. Ne? Der Rasen katastrophal. Ja, und da habe ich die Jungs so angeguckt, die sagen so, ja, herzlich willkommen. Ich so, ja, danke. Ne? Ja, da, und da ist halt Wahnsinn dann einfach, ne? Das ist schon, da muss man sich schon dran gewöhnen, das ist einfach was anderes. Also da pusht einen halt auch keiner, ne? Also da hörst du halt nur, oh, was macht der denn schon wieder? Oh, buh und so. Und wenn dann mal Teufel klatschen die ja Leute halt, ne? Aber das war's auch. Ne? Also da wird jetzt nicht mal, ja komm Junge, gib Gas oder so, ne? Da hörst du halt jeden Trainer und jeden Spieler doppelt und dreifach. Ne? Manchmal auch nicht so gut, wenn man den Trainer immer hört. Wie kam es dann dazu, dass du diesen Weg dann doch noch eingeschlagen hast und jetzt nach Luxemburg gegangen bist, nach diesen vielen Jahren, die du in Deutschland gespielt hast? Ja, es war ja so, dass ich damals in Paderborn, ich hatte mich, also erst mal am Meniskus, ich musste mich am Meniskus operieren lassen. Das war so die Situation in Paderborn, da habe ich nicht mehr viel gespielt und bin dann nochmal nach Werder Bremen zu der U23. Habe dann ein halbes Jahr nochmal wirklich viele Minuten, habe oft gespielt. Und ja, die sind dann halt abgestiegen und Bremen wollte halt dann mit den jüngeren Spielern den Weg gehen, was ja auch absolut verständlich ist. Also in der Regionalliga, da will man halt in der zweiten Mannschaft auch viele Jüngere haben. Und sie hatten damals auch den Christian Groß schon verpflichtet. Ja, hätten mich gerne behalten, aber wollten nicht. Und das hat halt der Co-Trainer hier aus Luxemburg, also aus Düdeling, hat das mitbekommen und der ist halt Scout von Werder Bremen. So, und er hat mich dann angerufen und hat gefragt, ey, kannst du dir vorstellen, nach Luxemburg zu gehen? Ich so, nö. Er so, ja, hier. er sagt dann so, wir haben da einen Verein und so, die werden halt immer hintereinander Meister und spielen auch international, immer in den Quali-Spielen, haben zwar noch nie geschafft, reinzukommen in die Gruppenphase, aber wir wollen dieses Jahr eine Mannschaft aufstellen, wo wir das mitschaffen können. Ich sag so, puh, ja, lass mich mal überlegen, lass uns nochmal telefonieren, Tag und so. Ja, dann haben wir halt wirklich nochmal telefoniert, dann bin ich hier hingefahren, hab gesagt, ja, ich guck mir das mal alles an, wie das ist. Dann dachte ich mir so, ja, okay, schraub die Erwartungen halt komplett runter und guck erstmal, was so passiert. Und dann sind wir halt zum Trainingsgelände gefahren und ja, das war eigentlich ganz okay. Es ist so ein normaler Platz und ein etwas kleinerer Platz und man hat so ein Gebäude, wo man halt eine Kabine drin hat, aber und einen kleinen Kraftraum, oben einen Aufenthaltsraum, das war's auch. Ne? Und ja, dann dachte ich mir so, ja, okay, komm, machen wir das mal, ne? Wenn das Geld so einigermaßen stimmt, zum Ende nochmal, muss man ja schon auch drauf achten, kann man das machen. Und gerade das Internationale war halt ja, ausschlaggebend eigentlich, muss ich sagen. Also, dass man nochmal die Chance hat, Europa League zu spielen. Wir haben ja sogar Champions League Quali gespielt in der ersten Runde. Ne? Also dann also habe ich das nochmal als Ziel so genommen, als Ansporn. Ja, und dass wir das dann wirklich geschafft haben, das war ja eine Sensation, also für ganz Luxemburg, das nimmt man zwar hier nicht so wahr, klar hat man das wahrgenommen, dass die Leute auf einmal gedacht haben, oh, ein Verein von uns hier aus Luxemburg ist quasi in der Europa League, wow, so dann war das Medieninteresse natürlich auch aus Deutschland sehr, sehr groß, weil unser Trainer ist ja Dino Topmöller und der Name macht halt einfach auch viel aus, ne? Dann kam da natürlich sehr viel Medieninteresse rüber. Und ja, es war schon ein besonderes halbes Jahr. Ne? Dann die ganzen Spiele da. Unsere Gruppe war einfach überragend, ne? Muss man sagen, mit Olympiakos, Betis und AC Mailand. Es war einfach perfekt so, dass man diese Spiele mitnehmen durfte. Ja, war echt eine coole Erfahrung bis dahin. Und ja, jetzt sind wir noch gerade mitten im Meisterschaftskampf und im Pokal sind wir auch noch drin. Ich bin jetzt im Halbfinale übernächste Woche. Und in der Liga sind wir jetzt auch 4 Punkte vor. Ja, also wäre das nochmal zum Ende hin auf jeden Fall ja sehr schön, nochmal was mit vielleicht 2 Titeln sogar abzuschließen. Würdest du behaupten, dass das Erreichen des Europapokals, was ja dann jetzt auch das erste Mal für dich war, dein größter persönlicher Erfolg ist in deiner Karriere? Ja, schon. Also schon auf jeden Fall, weil es international war. In der Gruppenphase, wer schafft das so? Ne? Gerade mit dem Verein aus Luxemburg, das war schon persönlich dann auch für mich was Besonderes, muss man einfach sagen. Ja, klar, kann man so sagen. Das ist schon, ja, was persönlich, was Schönes war. Aber
Ja, also ich will die Zeit auch, ich hab auch eine super Zeit damals in Cottbus gehabt, ich hab 4,5 Jahre auch da gespielt, ne? Und es war auch eine schöne Zeit, ne? Wo man jetzt nicht so viel, sag ich mal, Titel oder sowas oder Aufstiege erlebt hat, aber die Pokalzeit war da auch immer was Besonderes in Cottbus. Wir haben auch ein, zwei Mal oben mitgespielt. Finde, jede Zeit hatte immer so persönlich was Besonderes. Ne? Also es sind immer dann Momente gewesen, die halt für einen persönlich gut waren. Ne? Die Gruppe hast du gerade schon angesprochen, das ist ja, also das ist so eine Gruppe, die wünscht man sich auch als Fan. Ne? Also dann spielt es Sevilla, Olympiakos Piräus, AC Mailand, das ist schon das, was man sich so unter attraktiven Europa-Gegnern vorstellt. Und wenn man das ja, dann als Luxemburg. Ich auch BVB jederzeit nehmen. Ja, genau. Und wenn man das dann als Spieler natürlich genauso geil findet, aus Luxemburg kommend das dann mitzunehmen, dann ist das ja genauso schön eigentlich oder wahrscheinlich sogar nochmal eine Ecke schöner. Ist das dann auch sekundär, dass man dann mit 3-16 Toren dann danach herausgeht, weil sportlich war das ja auch von Anfang an klar, dass ihr da jetzt nicht ganz oben mitspielen würdet, wahrscheinlich. Ja, genau. Also ich muss sagen, wir haben uns wirklich über die Gruppe gefreut, weil es einfach was Besonderes war. Ne? Dieses Erlebnis in den Stadien, die Gegner und so, das war einfach was Besonderes. Wir wollten wirklich auch wir haben gesagt, so, wir können vielleicht in jedem Spiel mal eine Überraschung landen. So, ne? Unser Problem war halt immer, wir haben immer 60 Minuten, das war die ersten drei Spiele so, haben wir außer gegen die ersten zwei Spiele, haben wir wirklich die ersten 60 Minuten immer richtig gut gespielt. Ne? Wir dachten so, boah, geil, wie gut sind wir denn eigentlich so. Ne? Und dann kam immer so, haben wir immer ein Tor reinbekommen. Ja, und dann haben wir natürlich auch mal gegen Olympiakos, die haben uns komplett auseinandergenommen in beiden Spielen. Ja, also bei denen haben wir, also hier im Hinspiel haben wir schon gar keine Chance gehabt. Und im Rückspiel, da haben wir auch, sind wir nur hinterhergelaufen und haben auch verdient verloren. Und dann hatten wir dieses Spiel in Mailand, wo wir einfach 2-1 führen. Wir führen einfach 2-1 in Mailand. Ne? Wir dachten so, was ist passiert denn jetzt? Dann hatten wir noch eine Chance, wo wir das 3-1 machen können. Und dann denkst du dir, wow, okay. Und kriegen halt das 2-2, kurz danach das 3-2 durch den Eigentor. Und okay, dann, dass dann mal, ich glaube 5-2 ist dann am Ende ausgegangen, dass sowas da passiert, ja, kann man auch nicht mitrechnen. Am Ende haben wir dann nochmal einen Punkt ergaunert gegen Betis, da habe ich jetzt nicht gespielt in dem Spiel. Aber da haben wir, das war auch, das passiert glaube ich auch nie sonst in der Europa League. Dass wir einfach auf einem halbgefrorenen Platz gespielt haben. Also der Platz war einfach wie Stein an manchen Stellen und wir haben dann dort gespielt. Weil hier in Luxemburg gibt es halt keine Rasenheizung. Selbst in den, das ist das Nationalstadion gewesen, wo wir gespielt haben, und da gab es halt keine Rasenheizung. So, also, ja, okay, aber ja, so ist das halt. Hast schon einige Unterschiede jetzt angesprochen zwischen Deutschland und Luxemburg. Ja. Und hast eben auch schon mal ein bisschen so von Kreisliga-Zuständen gesprochen. Wenn du jetzt so sportlich die luxemburgische Liga auf eine deutsche Liga übertragen müsstest, wäre dann hoffentlich nicht die Kreisliga? Oder? Nein, also definitiv nicht. Ne? Also das ist schwer zu vergleichen von den Ligen her, aber also jetzt in der Mannschaft, wo ich spiele, wir haben richtig gute Spieler dabei. Also wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft, die ist auch in der dritten Liga würde ich auch, also dritten Liga-Niveau könnte man schon haben, auf jeden Fall. Also das ist schon, die Qualität bei uns in der Mannschaft ist sehr, sehr hoch. Wir haben halt dann immer gegen die Mannschaften, gegen die wir spielen, die versuchen immer defensiv zu stehen und dann auf Konter gegen uns zu setzen. Da ist natürlich nicht so einfach, immer durchzukommen. Es ist dann wirklich, die stehen dann am 16er und verteidigen da und ja, da ist es schon nicht so einfach, da dann Tore zu erzielen. Aber es gibt auch Mannschaften und es gibt immer Spieler halt, 5, 6 gute Spieler hat jede Mannschaft einfach. Ne, und da ist die Qualität schon hoch. Aber das zu vergleichen mit irgendeinem Niveau ist einfach schwierig. Ne? Also es müsste man eine Mannschaft aus Luxemburg wirklich mal eine Saison irgendwo in Deutschland mitspielen, dass man den Vergleich hätte. Aber sonst ist das wirklich schwer zu sagen. Wenn wir jetzt mal einen Zwischenfazit, deine Karriere ist ja noch nicht beendet, deswegen machen wir noch keinen Schlussstrich darunter und das soll auch noch ein bisschen dauern, das ist sicherlich auch in deinem Interesse. Wenn du bisher so auf das zurückblickst, was du bisher gespielt hast, gibt es so ein Spiel, was du als, naja, dein Spiel, dein Spiel deiner bisherigen Karriere bezeichnen würdest? Eins, woran du dich besonders gerne erinnerst oder wo du sagst,
boah, das war jetzt aber auch eine richtig geile Leistung von mir oder da habe ich jetzt einfach mal von vorne bis hinten gut gespielt. Also, da gibt es hoffentlich mehrere von, aber gibt es eins? Ja, also ich glaube, das war das Derby, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Also es war wirklich, dieses Spiel bleibt einfach immer so in einem Kopf drin. Und ja, ich persönlich hatte halt die Aufgabe damals wirklich Lincoln aus dem Spiel zu nehmen. So, ne? Und das war halt meine Hauptaufgabe. Ne? Und für mich war es halt eine Bestätigung, als er dann nach dem Spiel zu Didier gesagt hat, wer ist dieser Kleine eigentlich da? Ne? So, und weil ich bin ihm wirklich die ganze Zeit hinterhergelaufen gefühlt und habe ihn da echt komplett aus dem Spiel genommen. Ne? Und das war damals halt für mich, ja, ich war halt so dieser Spielertyp. Ne? Heutzutage bin ich ein bisschen anderer so. Aber ja, wenn ich jetzt über ein Spiel reden müsste, was das Besondere, was das Beste war oder so, ne, dann würde ich einfach das nehmen, weil es auch vom ganzen Drumherum, was passiert ist und so, würde ich das einfach nehmen. Was für ein Spielertyp bist du heute? Hat sich so ein bisschen anders entwickelt auch. Ne? Ich bin dann irgendwo auch der vom so Zerstörer, sag ich mal, bin ich dann irgendwo auch dieser Stratege geworden. So, ne? So ein bisschen der Libero vor der Abwehr, der so ein bisschen von da das Spiel aufgebaut hat, durch sicheres Passspiel, gutes Passspiel. Ne? So hat sich es dann entwickelt irgendwo hin, ne? Weil ich nie der, ja, so der Spieler war, der jetzt überall war und diesen Offensivinstinkt nach vorne hatte, leider nicht. Ne? Vielleicht wäre ich dann ein bisschen auch anders in den Fokus geraten. Ne? Ich war immer so der eher das Spiel aufgebaut hat quasi, ne? Und die Momente halt, wo es dann zum Tor ging und erfolgreich war, haben dann die anderen gemacht. Ne? Aber es kann halt nicht immer alle die Tore schießen und im Fokus stehen. Da sind auch ein paar andere Spieler wichtig und ja, so habe ich mich halt in diese Richtung hin entwickelt. Ein bisschen, ne? Geschuldet vielleicht auch durch diese fehlende Dynamik, die man einfach dann auch nicht hatte oder hat. Gibt es denn analog zum Spiel des deiner Karriere auch ein Tor deiner Karriere, wo du sagst, das könnte ich mir immer wieder angucken? Ja klar, das erste war was Besonderes, das kann man sich auf jeden Fall öfters anschauen. Weil es halt auch in Dortmund war und ja auch ein sehr wichtiges, gerade war 1-1 gegen Rostock, ne, war wichtig für uns, dass wir da, weil es war glaube ich die Qualifikation dann zur Europa League, wenn wir das Spiel gewonnen haben, oder wir haben es glaube ich gewonnen, ja. Ja, das sind so, daran erinnert man sich natürlich besonders. Ne? Und dann, wie gesagt, ich hatte nicht so viele, deshalb kann ich mich an alle meine Tore eigentlich sehr gut erinnern. So, aber das erste bleibt natürlich am meisten im Kopf. Jetzt wirst du am Ende der Saison 32. Wie lange machst du denn noch? Gute Frage. Also ich habe letztes Jahr schon drüber nachgedacht, vielleicht aufzuhören und einen anderen Weg einzuschlagen, und zwar den des Trainers. Habe ich wirklich schon darüber nachgedacht. Dann kam das halt nochmal, das Interesse. Jetzt bin ich wieder am Überlegen, weil bei uns im Verein weiß man noch nicht, was so alles passiert. Es sind so ein paar Sachen, die man noch nicht vorhersehen kann. Also ich hätte noch ein bisschen Vertrag auf jeden Fall, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, schon in die Trainerbranche einzusteigen. Mal gucken, es gibt vielleicht ein, zwei Sachen, die möglich wären. Ja, dann geht es vielleicht nur noch 2,5 Monate. Nicht ganz, ja, 2,5 Monate. Also mal gucken. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das mit der Meisterschaft bis dahin dann klappt. Entschuldige, genau. Fanny, du wolltest was fragen? Nee, das ist vollkommen richtig. Ich wollte nur fragen, ob du nebenbei dann schon irgendwie als Trainer, da braucht man dann ja auch wieder diverse Papiere, hast du da schon genau in die Richtung was unternommen? Ja, leider noch nicht, weil das war nie möglich, muss ich sagen, weil die Termine auch immer schwer dann zu legen sind, weil man auch noch, wenn man aktiv spielt, trainiert man halt meistens morgens. Ja, hier wäre es jetzt möglich gewesen, aber ist ein bisschen zu weit weg alles, weil wir oft auch abends trainieren. Ja, von daher vielleicht einsteigen und währenddessen dann die Scheine machen. Das wäre so der Plan A, also der beste Plan, was ja dann auch relativ schnell geht. Wenn man dann einmal drin ist, dann geht das alles auch relativ zügig. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Dann würde ich vielleicht als Abschluss nochmal fragen, ich gehe mal durch deine Verbundenheit mit Deutschland, gehe ich mal davon aus, dass du die Bundesliga noch relativ genau verfolgst. Wie machst du das so?
Ja, also wir gucken meistens oft, gucken wir auch mit den Jungs zusammen, ein bisschen Sky natürlich dann, die Spiele. Ansonsten, wir spielen sonntags halt immer um 4. Manchmal trainieren wir am Samstags um 4 dann. Ist natürlich oft eine doofe Zeit, aber ja, dann gucken wir in der Kabine, haben wir oben dann halt Fernseher, wo wir schauen und gucken uns dann meistens immer so ein bisschen kurz bis vor die erste Halbzeit an. Dann, wenn er dann vom Training kommt, die zweite Halbzeit noch so ein bisschen. Ja, aber ansonsten verfolgt man natürlich über Handy die ganzen Apps, die bringen einen schon weit nach vorne. Also man verfolgt immer noch, ne? Dann muss ich dir natürlich die Frage stellen, was du dann glaubst, wer denn am Ende jetzt deutscher Meister wird? Also ich glaube, dass Dortmund auf jeden Fall Meister wird, weil das Spiel in München, ja, das war halt Ausrutscher, ne? Und ich glaube, dass Bayern vielleicht noch ein bisschen das schwierige Programm hat, als es Dortmund hat. Und, also ich habe gesagt, es ist noch nichts entschieden. Viele haben dann gedacht, oh, jetzt wird Bayern auf jeden Fall Meister nach dem Spiel oder während des Spiels. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, Dortmund schafft das, weil jetzt einfach so, das war jetzt so ein Spiel, wo man richtig auf den Sack bekommen hat. Und gerade aus solchen Spielen kommt man dann nochmal mit einem anderen Gefühl raus. Als wenn es jetzt zum Beispiel ein 2-1 gewesen wäre, was richtig knapp, da hätte man gesagt, boah, wir haben gut gespielt, aber leider haben wir verloren, egal, ist noch alles drin, dann ist das Gefühl vielleicht ein bisschen anders. Aber so, man hat auf den Sack bekommen und jetzt will man erst recht eine Reaktion zeigen. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass Dortmund die Schale holt. Ja, auch das da, möchte ich jetzt so stehen lassen. Genau, da hoffen wir einfach mit dir. Da sind wir glücklicherweise genauso BVB-Fan wie du. Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch. Gerne, hat Das mich war auch sehr, gefreut. sehr aufschlussreich. Und wie gesagt, wir drücken dir die Daumen, dass es A klappt, jetzt dann, dass du in Luxemburg zumindest vielleicht noch einen Titel mitnimmst, falls es das Ende Dankeschön. deiner Karriere ist. Und B dann auch gerne auf dem weiteren Karrierepfad. Wenn es kein eigenes Autohaus wird, dann gerne als Trainer. Genau, ja, super, vielen Dank. Dann schönen Abend euch noch und ja, wir hören uns. Sehr gerne. Wo ist das? Ausgabe beenden wir dann eben noch für die Hörer dort draußen. Wir melden uns bald bestimmt wieder, haben im Moment gerade noch nichts geplant, aber das wird bald kommen. Bis dahin unterstützt die Mannschaft, sie braucht es und ja, glaubt dem Marc, wenn er sagt, dass da noch was geht. Genau. Ja, BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.